Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast. To make you believe. Ja, die Szene habt ihr ja letztes Mal schon gesehen, das heißt, die wird sich jetzt nochmal einmal wiederholen, denke ich. Ja, hier einmal kurz filmen, blablabla. So, und die Tür geht natürlich auf. Genau, bei dieser Szene sind wir letztes Mal stehen geblieben und ich bin gespannt, was wirklich jetzt als nächstes kommt. Weil bevor ich mich den zweiten Teil anfange, der soll ja bald rauskommen, oder ist der schon draußen? Nein, ich meine, der kommt nächstes Jahr raus, soweit ich das weiß. Also, ja, ich wollte ja gerne den zweiten Teil spielen. Und bevor ich den zweiten Teil spiele, muss ich natürlich erst den ersten durchspielen, damit ich überhaupt weiß, worum es überhaupt geht. Ja, wir werden hier jetzt mal gucken. Ich denke mal, dass wir hier irgendwie entkommen müssen oder so. Hier ist auf jeden Fall schon mal zu. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, weil hier sind ein paar behinderte Menschen unten. Und da möchte ich, also nichts gegen Behinderte, keine Sorge. Natürlich sagt, das sagt man einfach so und dann, ja. Okay, ey, du hast da ein bisschen, du hast da was im Gesicht oder... Eher nicht im Gesicht, also fehlt eine Hälfte, okay, wir gucken jetzt weiter. Und zwar, was ich sagen wollte, genau, ich möchte ja ein FAQ machen, ich werde das jetzt in jedem Video sagen, damit ich genug Fragen zusammenkriege. Ich möchte ein FAQ machen. Alles klar, seht ihr das? Seht ihr das? Da? Da? Oh mein Gott, okay. Okay, egal. Ja, ich möchte gerne einen FAQ machen. Alles klar. Ja, ja. Also ich möchte gerne einen FAQ machen, da könnt ihr mir Fragen unten in die Kommentare schreiben. Und ich möchte gerne auch wieder ein Laber-Video machen. Da könnt ihr mir auch nochmal Themen auch unten in die Kommentare schreiben. Das sage ich sowieso am Ende des Videos nochmal. Von daher ist es eigentlich relativ egal. Was ist hier eigentlich für ein... War da nicht eben ein Typ drin? Irgendwie? Kann man da rein? Alles klar. Oh, ich habe mich eben richtig erschrocken. Alles klar. Yo, läuft bei dir, Junge. Hä, was ist das? Ist das sein Mund zu? Sein Mund ist einfach zu. Oh mein Gott, dieser Blick. Okay. Ja, wir müssen hier sicherlich raus, würde ich mal vermuten. Der hat auch so eine kleine Kopfwunde. Also wirklich nur so eine kleine Kopfwunde. Also das ist nicht schlimm. Also, ja gut. Ja, ja, Bro, das wird auf jeden Fall helfen. Ja, locker. Okay. Ja, wir müssen hier sicherlich aus dem Gefängnis raus und zwar möchte ich gerne so ein bisschen... Oh, dunkle Räume. Ich liebe ja dunkle Räume, ne? Dunkle Räume sind... Oh, schade, ich dachte, hier kommt jetzt irgendwas. Egal. Dunkle Räume sind ja genau das, was ich... brauche? Hä? Alles klar. Der hat mich aber weggeschubst. Willst du mich verarschen? Ich hab dich nicht mal berührt. Was ist hier eigentlich für ein Typ? Alles da, der versteckt sich dahinter. Okay, ja, wir müssen hier sicherlich raus, aber wie kommen wir hier raus? Da müsste ich einmal kurz überlegen, ein bisschen nachdenken, ein bisschen das Brain anstrengen. Ich vermute mal, dass wir in irgendeine Zelle müssen oder so. Das hier sicherlich, ich weiß nicht, ob die Zellen hier, die scheinen alle zu sein, aber vielleicht ist irgendeine Zelle nicht zu, nicht verschlossen und dass wir da, alles klar, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Das kommt sogar sehr, sehr gut, das sieht sogar schon richtig gut aus. Oh, hier wird irgend... Oh, hier wird ein Jumpscare sein. 100 Pro. Alles klar. What the fuck, was für ein Typ. Der hat sich auch so gesagt. Wow, 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 Bro. Bleib ruhig. Ja, alles gut. Der hat sich bestimmt genauso erschrocken. Okay, ja, wir gucken einfach mal... Hier. Ich habe voll Schiss, dass hier irgendwas passiert, ne? Also, hier ist aber anscheinend Licht. Hier brauchen wir das eigentlich nicht. Wow, müssen wir hier irgendwie... Ja, ich vermute mal, dass wir hier lang müssen. Aber ich gucke hier nochmal. Ich liebe ja dunkle Ecken. Das heißt... brauchen wir da irgendwas? Irgendwie? Kommen wir da rein oder so? Das? Nee, kommen wir nicht. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar möchte ich hier nochmal gucken. Hier... Genau, hier müssen wir sicherlich lang. Und ja, was wollte ich noch sagen? Also ich wollte noch was ansprechen. Und zwar... ja, wegen dem FAQ habe ich angesprochen. Wegen dem Laber-Video habe ich auch angesprochen. Und ja, Leute, ich möchte auf jeden Fall... in der nächsten Zeit wieder ein bisschen was auf dem Kanal verändern. Das heißt, ich werde nicht meinen Banner verändern oder wie auch... Alles klar. Ja, ich bin rausgekommen. Haha. So.
Ja, ich möchte, wie gesagt, auf dem Kanal ein bisschen was verändern. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie andere Videos mache oder beziehungsweise alles komplett verändere. Keine Sorge, also da wird alles bleiben, wie es ist. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen was verändern im Sinne von Professionalität. Das heißt, ich werde ein bisschen mehr jetzt planen. Ich habe ja mal angesprochen, dass ich einen Greenscreen kaufen will, dass ich da so Belichtung kaufen will extra. Also noch ein paar Softboxen, weil jetzt momentan habe ich keine Softboxen, sondern das ist so, ja, das ist so eine Stehlampe, ne? Also das ist eigentlich, ja, es funktioniert, aber es ist halt nicht so das Wahre. Also ich hatte erst hier ein Watt, 100 Watt, nee, 300 Wattstrahler oder so, keine Ahnung. Ich glaube, ein 300 Wattstrahler, der war völlig in Ordnung, der hat völlig gereicht von der einen Seite und dann von der anderen Seite halt hier die, Dings, sag ich schon, die, jetzt komme ich nicht drauf, die Leuchte hier. Und die haben mir dann natürlich Licht gegeben und das war auch relativ gut. Also das war, man kommt hier nicht hin, ne? Also das finde ich so ein bisschen schade wieder in dem Spiel. Also man muss das Spiel auch mal ein bisschen kritisieren. Irgendwie komme ich hier nicht hin, obwohl der da nicht ist. Also das finde ich ein bisschen schade, dass da so eine Mauer im Grunde ist, wo er die ganze Zeit langläuft. Und ja, hier müssen wir anscheinend unten runter. Hier wird schon wieder dunkel. Das heißt, irgendwie, Frage ist jetzt natürlich, okay, das müssen wir uns bestimmt merken oder so. Würde ich mal behaupten. Okay, Spaß beiseite. Hier haben wir Schränke, das heißt, da ist auf jeden Fall eine Versteckmöglichkeit. Vielleicht brauchen wir die noch, das heißt, wir merken uns das alles und gucken hier jetzt erstmal weiter. Habe ich hier Nachtsicht an? Nein, habe ich ja. Wieso sage ich nein? Also, hier müssen wir rüber und alles da, hört ihr das? Halt's Maul, lass mich kurz nachdenken. Nee. Also, ist das so ein Schlägertyp? Ey, Bro! Alter. Tut er uns was oder tut er uns nichts? Wir können ja wegrennen, wenn der. Bleib ganz ruhig, Bro. Ganz ruhig. Okay. Hier können wir ja nochmal lang. Und zwar. Ah, alles klar. Okay, weg, renn um dein scheiß Leben, renn um. Scheiß, oh, wo müssen wir lang? Ach so, ich vermute, dass wir hier in den Spind müssen. Wir gehen mal in den hier. Und, ja, also, das ist gut, dass wir uns das vorher angeguckt haben. Ich hoffe, er guckt nicht in den Spind, also ich habe so Schiss, dass er in den Spind guckt. Ich hab mega Schiss, ohne Spaß, Leute. Ich hab richtig mega Schiss. Apropos, ich habe gestern einen Livestream gemacht. Nur mal so am Rande. Ich werde jetzt jeden Freitag einen Livestream machen. Also nur so am Rande, ne? Also ich werde jeden Freitag jetzt einen Livestream machen um 20 Uhr. Beziehungsweise es kann manchmal auch ein bisschen später sein, so 20, 30 Uhr, so wenn irgendwas dazwischen kommt. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Werde ich unten die Nummer einfach mal verlinken. Da könnt ihr mich anschreiben und dann kommt ihr in die WhatsApp-Gruppe. Da kriegt ihr die aktuellsten Nachrichten. Das heißt, vor allen anderen. Bevor ich das auf Twitter poste, bevor ich das auf Facebook poste oder sonst irgendwo. Es wird da aktuell immer. Ist der da noch? Also, das ist das Aktuellste und da bekommt ihr auch, wie gesagt, die aktuellsten Informationen. Ist der hier? Ist der hier irgendwo? Nee, das. Das ist der Typ. Ich möchte, dass du still bist, okay? Ja, ihr merkt das, Leute, ich bin wieder richtig angespannt. Ich habe jetzt eine ganze Weile nichts gesagt. Ich bin schon wieder in meiner Stillphase. Und ja, hier können wir den Knopf drücken. Und ich denke mal, dass wir uns verstecken müssen. Ich gehe mal in den Spind hier. Und, ja, Leute, jetzt kann ich auf jeden Fall weitersprechen. Letztes Mal war es ja ein bisschen doof, dass ich die Folge nochmal machen musste, weil das Ganze ja, ja, wie soll ich sagen, scheiße war halt, dass ich ein bisschen gespoilert worden ist. Die Aufnahme hat nicht ganz so geklappt. Inzwischen habe ich das eingestellt mit der Lautstärke und denke auch, dass das, funktionieren wird. Oh, bitte. Oh, zum Glück. Er geht nicht an meinen Spind.
Er guckt aber in den anderen Spind. Also ich habe immer Angst, in den falschen Spind zu gehen, dass er irgendwie, weiß ich nicht, dass er dann in meinen Spind guckt. Bis jetzt haben wir immer Glück gehabt mit den Spinden. Heißt das Spinden? Ist das die Mehrzahl Spinden? Könnt ihr auch mal unten in die Kommentare. Ich weiß, ich sag, schreibt so viel unten in die Kommentare, also müsst ihr nicht, aber wenn ihr irgendwie das wollt oder so, könnt ihr mich ja mal korrigieren. Das würde mich mal interessieren. Und ja, ich habe mega Schiss gerade. Ich hab mega Schiss. Oh, ich glaube, wir sind da ganz knapp vorbei. Ich will in den Fahrstuhl. Oh, ich glaube, wir sind da richtig knapp vorbei. Richtig, richtig knapp vorbei. Also, Leute, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Also, wundert euch nicht, dass ich nicht ganz so viel spreche oder nicht ganz so laut sprechen kann, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Ich habe so ein bisschen Halsschmerzen und gestern im Stream habe ich mich so ein bisschen übernommen. Also, vom Ganzen her habe ich mich so ein bisschen übernommen. Und ja, Leute, nehmt mir das nicht ganz so übel, dass ich da echt, voll am Arsch bin, weil ich so viel geredet habe, nicht nur im Livestream, sondern davor auch die ganze Zeit und wie auch immer, und meine Stimme ist so ein bisschen angekratzt. Oh, da sind die beiden Penisbrüder wieder. Alles klar, Penisbrüder. Alles klar, okay. Die sehen aber auch aus, ne? Also wie die letzten Steinzeitmenschen, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und weißt du, wisst ihr, was das Schlimme ist, Leute? So eine Menschen gibt es wirklich und ich weiß nicht, ob das, ja, wie soll ich sagen, auch von der Brutalität her oder so, es gibt wirklich solche Menschen und das ist ein bisschen schade. Muss ich nicht hier aus dem Fenster raus? Oder da aus dem Fenster? Hä? Hier doch, ne? Achso, Leertaste. Ich sollte vielleicht lesen. Also, wer das nicht wusste, bei Shadowplay ist das jetzt inzwischen so, dass oben das kleine Fenster, also das, die Facecam, hallo, hier, dass sie angezeigt wird, auch im Spiel. Das heißt, ich sehe im Grunde schon vorher, wie die Aufnahme wird und das ist eigentlich relativ cool. Problem dabei ist natürlich, dass ich einige Sachen nicht so richtig sehe. Aber da kann ich natürlich wieder kontrollieren und gucken, seht ihr das, wenn da die Facecam ist? Das heißt, das ist eigentlich irgendwie wieder gut. Also, da muss man halt mal ein bisschen gucken. Und ja, müssen wir hier lang oder müssen wir. Folge der Blutspur, sagen die ja immer, ne? Folge der Blutspur. Das heißt, ich denke, dass ich hier irgendwo stand, dass ich der Blutspur folgen soll. Keine Ahnung. Okay, Schlüsselkarte brauche ich. Das heißt, ich muss da doch hin. Hier ist auf jeden Fall eine Kamera. Filmt die uns aktuell? Ja, Tatsache. Okay. Das heißt, die sehen uns auf jeden Fall. Ich möchte gerne Nachtsicht anmachen, damit ich überhaupt was sehe. Ich weiß, jetzt strudel ich, ne? Also jetzt. Jetzt strudel ich nur so vor. Alles klar. Halt die Fresse. Alles klar. Alles klar, okay. Jetzt strudel ich wieder vor Eifer und vor Worten. Also das, wenn ich angespannt bin, dann habe ich endlich, bin ich ja die ganze Zeit wirklich, ich sag gar nichts und bin richtig angespannt und wie auch immer. Und das ist halt dann immer so ein Problem dabei. Aber wenn ich dann nicht mehr angespannt bin und richtig locker bin und easy going und wie auch immer, dann laber ich wie ein Wasserfall und kann die ganze Zeit reden. Und das ist, ich weiß, ich sappel euch schon wieder tot, das tut mir echt leid. Das heißt, wenn ich so ein bisschen zu viel sappel, dann sappel ich halt zu viel, dann ist das so. Dann müsst ihr sagen, halt die Fresse. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Wieder eine Sache, die man unten in die Kommentare schreiben kann. Nein, das Wichtigste werde ich am Ende des Videos nochmal erwähnen, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Das wäre zum Beispiel beim FAQ und das Laber-Video. Also neues Ziel, entkomme durch die Duschen. Duschen. Wir können ja vorher mal duschen. Also das wäre ja ganz praktisch, weil wir sind bestimmt so dreckig. Alles da. Nee, ich will hier raus. Nee. Nee, du kriegst mich nicht. Alles klar. Ich wittere Sarkasmus, Alter. Alles klar. So, Leute, da bin ich wieder zurück. Ihr kennt das ja, wenn an der Tür geklopft wird. Das kennt ihr sicherlich von euren Eltern und wie auch immer, dass da natürlich die ganze Zeit immer gestört wird. Gerade wenn ich in der Aufnahme bin oder ihr kennt das sicherlich aus Online-Spiels oder wie auch immer, dann gibt es natürlich immer Essen. Wir werden auf jeden Fall eine Generation sein, die verstehen wird, dass wir, dass man ein Online-Spiel nicht einfach so abbrechen kann und eine Aufnahme, dass da einfach nicht gestört wird. Das werden wir auf jeden Fall anders machen. In unserer Generation würde ich einfach mal so behaupten und ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt lang müssen. Security-Raum, können wir hier rein? Können wir hier rein? Ja, hier können wir rein. Alles gut. Okay, da können wir rein. Und
What the fuck, was für ein Typ, Alter. Ach, das ist... Oh nein. Oh nein. Ja, ja, da, da um. Können wir hoch, Alter. Oh, 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 oh. Run, Alter. Kommt er raus? Mich interessiert das irgendwie. Also ist ja nicht so, dass ich neugierig bin, also. Also, ja gut. Mich interessiert das doch. Ist er da jetzt? Tatsache. Oh, guck mal, wie süß. Geputzt. Oh, cool. Ohne Spaß. Ich weiß, ich verarsche schon ein bisschen. Also, ich bin jetzt momentan gar nicht so in Horrorstimmung irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ach so, ach so, ach so, ach so. Wir müssen entkommen. Alles klar, hier brennt das. Voll genau, alles klar. Alles klar. Okay. Ist das eine Taschenlampe? Nee, das ist... Oh nein, wir sind wieder zurück, ne? Nein. Alles klar, beruhig dich. Atme ganz ruhig. Tief ein- und ausatmen. Und ja, Leute, also... Irgendwie... Finde einen anderen Weg. Nein. Och nein. Och nein. Alles klar. Alles klar. So ein Schiss, Leute. Ohne Spaß. Ich hab grad so einen Schiss. Renn einfach, renn. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Renn einfach. Renn einfach. Kommen wir hier raus? Hier kommen wir auch rüber. Okay. Das war ja easy going. Und Spaß, Leute, das war easy. Das war richtig easy. Ich dachte, das wird jetzt irgendwie schwer oder so. Okay, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh! Scheiße, Mann! Was für ein Typ! Ich sollte mal vielleicht mal ein bisschen lauter machen. Alles klar. Und Spaß. Leute, was für ein Typ. Was für ein Typ, Alter. Okay, hier können wir anscheinend. Oh nee, ne? Was ist das für ein Typ? Ich will nicht, dass er mir folgt. Juckt es dich, du wirkst, als würdest du... Geh weg? Kann man den irgendwie... Nee, kann man nicht... Was will der? Wow, ich bin erschrocken. Junge! Alles klar. Ja, ja, ist ja okay. Was hast du zu sagen? Der wandert auch nur, ne? Der will auch die ganze Zeit nur raus. Hier sind auf jeden Fall relativ viele Bekloppte. Okay. Das heißt, hier müssen wir irgendwo... Da können wir anscheinend hoch. Ich hoffe, das wird nicht wieder eine Überlänge-Folge. Können wir hier raus oder so? Hä? Das, war das nicht... Waren wir nicht hier schon mal? Da können wir nicht hoch, ne? Nee. Alles klar, die rasten hier. Hab ich mir erschrocken. Wackel, wackel. Mann, nein. Geh weg. Haha, Bitch. Okay. Aber ohne Spaß, Leute, ich die ganzen Kommentare nicht bringen und so, wie auch immer. Alles klar. Oh, ich dachte, er hält mich fest oder so. War das nicht in so ein... War das nicht so, dass da ein Fest... Oh, ganz knapp natürlich. Richtig, richtig knapp. Wildnis, da steht, hier steht das gleiche. Ist da irgendwie, weiß nicht. Wird das wichtig? Irgendwie? Das haben wir ja schon mal irgendwo gelesen. Stimmt, das haben wir bei der Toilette gesehen. Also da hatten wir das gesehen. Und ja, wir müssen hier auf jeden Fall entkommen. Und ich möchte hier, also das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Hier auf jeden Fall entkommen. Und dann würde ich auch die Folge beenden. Aber das, also ich hoffe, dass es keine Überlänge-Folge wird. Also da muss ich immer drauf achten. Ich habe diesmal wieder mal keine Zeit gestoppt, Leute. Ich habe wieder mal keine Zeit... Wieder mal keine Zeit gestoppt. Ach, hier war das. Okay. Okay. Leute. Hier war das. Alles da. Was für ein Typ, Alter. Was für ein Typ.
Müssen wir hier rein? Hier können wir rein. Ach, das ist die Szene aus dem Trailer. Alles klar, richtig cool. Richtig, richtig cool. Also ja, ich hätte ja gern selber alles gefilmt, aber ich wollte mich halt nicht spoilern lassen. Das ist halt das. Warum ich das Ganze natürlich nicht selber gefilmt habe, sondern nur zusammengeschnitten habe. Aber keine Sorge, Leute, das ist nicht so, dass ich jetzt alles irgendwie geklaut habe oder wie auch immer. Sondern ich habe ja wirklich mein eigenes Ding draus gemacht und so. Und dann... Alles klar, wo müssen wir lang? Ich habe richtig Schiss, hier irgendwo lang zu gehen, ne? Okay... Jo Leute, das war's mit der Folge Outlast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, am Anfang war es ja so ein bisschen easy going, wie auch immer. Und wir sind auch relativ gut durchgekommen. Und ja, ich hoffe, dass da noch ein paar Schockmomente kommen, wo ich mich wirklich richtig heftig erschrecke. Damit würde ich sagen, wenn ihr die Folge gefallen hat, gebt doch mal einfach einen Daumen nach oben. Schreibt mir unten in die Kommentare Fragen für das FAQ. Und wenn du keine Folge Outlast mehr verpassen möchtest, dann kannst du hier unten abonnieren. Ciao Leute! To make you